bauen wir uns jetzt einen Höllenraum, der in die Hölle führt. Und zwar könnte ich mir den ganz gut da vorstellen. Und zwar geht er hier schon 2 in die Breite. Hier ist Kies oder Gravel oder wie auch immer. Gronk nennt es ja Gravel. Ich bin mit der Bezeichnung nicht ganz so zufrieden, aber sie verleitet unheimlich, ein Kohlevorkommen zu entdecken. Nein, sie verleitet natürlich unglaublich dazu, sie auch zu verwenden, einfach weil die Formulierung irgendwie so... Ja, sie hat schon was Gutes, aber naja, so überzeugt ist das eine Eisenspitzhacke. Warum baue ich das nicht mit einer Steinspitzhacke ab? Kann mir das irgendjemand von euch sagen? Also, wenn jemand einen Grund weiß, bitte schön fleißig in die Kommentare posten. Und wir scheinen hier wirklich Kohle-Aumas. Was ist das hier für ein Kohlevorkommen? Alter, was soll das? Alter! Ich glaub's nicht. Alter, wie groß ist dieses Kohlevorkommen? Wir haben jetzt fast einen 64er Stack Kohle, wir brauchen eine neue Spitzhacke. Extra für dieses Kohlevorkommen, Mann. Ja. Spitzhacke haben wir keine mehr, müssen wir uns mit einem machen. Cobblestone. So. Und machen wir es gleich noch eine, wollte ich sagen. So, und das Eisen sollten wir vielleicht, aber nur vielleicht bei Gelegenheit auch mal einschmelzen. Da haben wir jetzt ordentlich Kohle. So, das müsste jetzt eigentlich passen. Lalalala. Da ist er noch nicht, da ist er auch noch nicht, da ist er. Alter, Mann, was ist das für ein Kohlevorkommen? Das kannst du keinem Menschen erzählen, dass man so ein Kohlevorkommen gefunden hat. Das ist ja wirklich unglaublich. Und wenn es jetzt da irgendwie noch weiter geht, dann flippe ich aber aus. Geht's da weiter? Nö, Gott sei Dank. Es wäre auch schon sonst ein bisschen, naja, sehr protzig gewesen, sagen wir mal. Und jetzt machen wir einfach das hier. Machen wir einfach das hier, so, massiv sucht, danach dem Wort suche ich die ganze Zeit, massive Probleme, nein, natürlich nicht, zwar dauert es jetzt mit der Steinspitzhacke ein bisschen länger, aber immerhin konnten wir die Kohle ganz gut abbauen, und wenn hier wieder das Kohlevorkommen weitergeht, dann hau ich euch echt in die Zehnte, kann sein nur sagen. Nee, Spaß natürlich nicht. Ich bin ja froh über jeden, der sich mein Minecraft anschaut, weil Minecraft kommt deutlich schlechter an als Battlefield, kommt mir vor. Ich werde dazu nochmal was gesondert sagen in einem Commentary, also das nächste Commentary, also die nächsten Commentaries, die kommt, solltet ihr euch vielleicht anschauen, weil da werden... Also alle, die Minecraft interessiert sind, besonders, weil da werden sicher ein paar wichtige Infos drüber kommen. Hier ist so quasi der Vorraum. 4x3, das ist gut. Schön symmetrisch. Lalalala. Das kann ich hier gar nicht gebrauchen. Und zwar kommt hier wieder ein Durchgang. Was ich da auch nicht gebrauchen kann. Und ja. Ich sag dazu mal lieber gar nichts. Ist da drunter auch noch Erde? Natürlich! Who hätt's gewundert? Und zwar, ein Portal muss 2 breit sein. Das ist jetzt natürlich ein bisschen... nicht so gut, aber wir können... ja, wir könnten es jetzt so machen. Also,
Genau, ich dachte mir jetzt schon, was ist das für eine Höhle? Und da sind Fackeln, haben wir Minenstollen gefunden oder wie jetzt? Aber nee, wir müssen das Ganze hier nur dicht machen. Machen wir hier eine Fackel noch an. Hier. Haben wir wirklich schon so viele Fackeln verschwendet? Naja. So, so, so. Und die Monster sind jetzt wieder auf an. Das heißt, wir können uns jetzt auch nicht erlauben, das nicht auszuleuchten. Weil dann würden uns in ein paar Sekunden 100.000 Zombies am Arsch kleben. Was natürlich nicht das Maß aller Dinge ist. Und zwar geht es jetzt folgendermaßen, dass wir hier dann in das Portal reingehen. Hier brauchen wir noch diese Steine. Diese Obsidian also, zwei breit. Hier noch, hier noch, hier noch. Drei hoch und dann hier, da, da und da. Und jetzt den hier. Und so haben wir auch ein bisschen Dungeon-Atmosphäre hier unten, was ja auch nicht gerade das Schlechteste ist. Da rupp ich mal den hier noch weg und den hier mache ich auch noch mal weg. Dann noch den und einen in der Decke noch. Ich hoffe, das schaut jetzt nicht zu gewollt aus. Ich hoffe einfach aber mal nicht. Und so. Jetzt kommt da... Ich will da eine Eisentür hinmachen. Aber wir haben nicht viel Eisen. Wobei, wir haben jetzt wieder Eisen gefunden. Und 7 Eisen brauchen wir eines nicht. Das können wir da dazulegen. Da, dann brauchen wir Stöcke und wir brauchen Stein für die Dinger, für die Hebel. Oder ne, machen wir uns Buttons oder Hebels? Komm, machen wir uns Buttons, würde ich fast vorschlagen. Wir haben 55 Dinger da unten gefunden. 55 Stück, Stück Scheiße. 25 Stück, Na, no, ich sag's, 25. 25. 55 Kohle, ich bin unkonzentriert. So, und jetzt Eisentür. Eisentür, Eisentür. Macht, was immer eine Eisentür macht. Ja, mit dem Glas können wir dann auch uns behelfen. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür wir das jetzt unbedingt brauchen. Und wofür können wir denn Glas brauchen? Da natürlich für unser Ding da oben. Aber sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein. Naja, ist ja auch Wurst. So, jetzt warten wir noch mal kurz, bis das fertig ist. Derweil können wir uns ja vom Kuchen ernähren. Ja, Mushrooms haben wir auch, Flowers haben wir, Eggs haben wir. Wir haben ordentlich Eggs, wir haben schon Eier in der Hose. Ja. Wir sollten dann auch mal mit dem Weizen die Kühe und uns dann Lederrüstungen, bevor wir die wertvolle Eisenrüstung hier verbrauchen. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Ich werde mich dann gleich mal dran machen. Nein, sowas nicht. Was so? Nein, was auch nicht. Wie gingen nochmal diese verfluchten Schalter? War es vielleicht so? Oder so? Oder so? Oder so? Oder so? Oder so? Das ist ein Lever. Wie waren diese verfluchten Buttons? Ach Gottchen, na scheiß drauf. Die Eisentür bauen wir das nächste Mal ein. Klebt in die Kiste hier, Eisentür. Stones, ein paar Cobblestones, nicht so viele. Zwei reichen auch. Und zwei Sticks. Da wird das hoffentlich mir irgendjemand sagen können oder ich werde mich am besten selbst schlau machen. Ja. Jetzt würde ich sagen, wir bauen uns was Höllenportal! Und zwar jetzt sicher nicht verbauen. Ich habe Angst, da ist ein Zombie. Ich hab Schiss. Fuck you! Ist er da?
So, vielleicht da. Direkt dahinter. Nö. Ja, jetzt wollte ich es mit Obsidian zumachen. Wäre noch schöner gewesen. Und zwar bauen wir uns hier jetzt das Obsidian-Tor. Ich kann immer noch nicht glauben, was wir da machen. So, das müsste das Tor sein. Das 3 hoch und das alles passt. Schön. Da rucken wir jetzt hier noch den raus, dann können wir uns hier auch ein bisschen dungeon-mäßig quasi. Jetzt hier so und machen wir mal so nicht. Jetzt machen wir uns mal das hier. Scheiße. Ist Nacht. Es wird Nacht. Aufs Schwert. Gabriel, aufs Schwert. Ich weiß jetzt nicht, welche Bedeutung das hat. Ich hab irgendwie. Achso, jetzt wollte ich ja hoch. Ja. Eine Frage: Funktioniert das auch, wenn man. Moment, wenn man das macht? Oh, nö, scheint einen begrenzten Radius zu haben. Und jetzt sind die Cobblestones weg. Naja. Zu wenig Cobblestones kann man ja quasi nicht haben. Jetzt haben wir 3. Komm schon. Danke. Jetzt haben wir 3 von diesen Stufchen. Und zwar das Stufchen nehmen wir als eine da rein. Dann legen wir eine da rein. Und eine kommt noch da rein. Ist alles so ein bisschen verlassen und vertempelt und was sind da und oh, Höllenportal, oh, Hölle! Tod, 100.000 Fetzen. Ja. Jetzt wisst ihr auch, was mein Problem ist. Ich wollte den eigentlich wegschmeißen. So, ja. Das ist Höllenportal. Jetzt gehen wir unseren anderen alltäglichen Sachen nach. Maulhalten, Zombie. Zombie, Rob-Zombie, der wird wieder auch alt. Wir sollten uns vorher aber mal ein paar Fackeln machen, damit wir nicht so lange fackeln müssen. Der Witz ist wirklich nicht gut. Das gebe ich hier zu. So, ein bisschen Kohle. Ein wenig Kohle sollte man immer auf Tasche haben. Haben wir Federn. Wir wollten ja unten eine Truhe hinmachen. Jetzt ist die Frage, haben wir es schon oder nicht? Ich nehme mal Holz und mach mir eine Kiste. Ich hoffe, eine Kiste war so. Ich habe jetzt schon sau lange nicht Minecraft gespielt. Ja, ist ja schon gut. Ist schon gut. Ist gut. Ist ja. Super, ich bin nicht nur gut, ich bin super. So, würde ich sagen, das passt ganz gut. Dann legen wir die Feder rein. Alles an anderen Monster-Equipment, was wir bekommen, kommt da hinein.